Hallo und willkommen zurück zu Star Trek Flottenkommando. Ich werde 40. Noch bin ich's aber nicht. Wir haben die Folge 2. Und zwar, ich schau mal kurz nach. Wir haben noch 93 Tage zur Verfügung. Wir sind gestartet bei 111 Tagen. Ich finde mich zwar immer noch in der gleichen Aufnahme, aber so viele Tage haben wir gar nicht mehr. Ich hoffe, ich konnte euch in der ersten Folge einen schönen Überblick geben, wo stehe ich gerade, bin noch lange nicht durch. Vielleicht habt ihr auch schon die ersten Tipps gegeben oder seid ruhig dran. Ich habe gar nicht festgestellt, denn die erste Folge hatte ich eigentlich die Absicht, auf YouTube zu streamen. Ist mir allerdings nicht gelungen. Ich habe einfach auf Start gemacht und schon ist die Sache auf Twitch gelandet, was natürlich kein Problem ist. Also, liebe Leute, Twitch habe ich auch. Allerdings bin ich da noch sehr rudimentär unterwegs. Aktuell gefällt mir die Benutzeroberfläche von YouTube nur noch ein bisschen besser. Darf ich das so sagen? Ja. Außerdem lassen sich hier die Aufnahmen besser machen. Aber heute sind wir gerade in einer Aufnahme, ist also nicht live. Ich habe euch aber was versprochen in der ersten Folge. Wir lassen uns heute unsere Defiant, so, auch mit D, unsere Defiant vom Stapel. Da bin ich schon ganz neugierig, weil die liegt ja schon seit Wochen fertig im Dock. Und zwar, hier ist sie. Schade, ich kann mich jetzt gar nicht ausblenden, aber dann bleibe ich einfach mal dabei und wir schauen, wie unsere Defiant jetzt startet. Genau, jetzt geht's los. Da ist er. Jawohl, ihr habt sie sicherlich schon. Alle? Ich noch nicht. Aber da läuft sie. Los. Gefiel mir in Deep Space Nine übrigens auch richtig gut. Ich weiß gar nicht, welche Folge das war. War es die zweite Folge der Staffel 3? Also relativ, ich glaube, Staffel 3 war das, ne? Und Folge 2? War das die Folge 2? Weiß ich jetzt gar nicht. Wo das Dominion das so langsam aufkam, ne? Da ist ja die Crew um Sisko herum den Gründern das erste Mal begegnet und ich glaube, in der nächsten Folge war es das dann, ne? Kam dann die Defiant. Jawohl. Hier ist er. Fertig. Oder? Nein, die sind denen ja begegnet. Das muss tatsächlich die erste oder zweite, sogar die erste Folge gewesen sein. Ich glaube, in der Staffel 2 sind die ja auf einen Planeten, Namen habe ich vergessen, da war ja Sisko mit bei seinem Sohn und Nock und sein Onkel Quark, die ja dann von den Jem'Hadar und von den Worta gefangen genommen wurden, oder die Worta, die dort war, die hatte sich ja als Art Spion dann herausgestellt. Ne? Und dann hat die Föderation das Dominion als Bedrohung wahrgenommen. Und dann kam die Defiant. Ja? Ein kleines Schiff. Mit Waffen ein bisschen überkompensiert und hatte von den Romulanern eine Tarnvorrichtung bekommen, die nur in den Gamma-Quadranten eingesetzt werden darf. Ja, ob die Defiant jetzt hier eine Tarnung hat, weiß ich nicht, obwohl das ja nichts Besonderes ist. Ne? Man könnte hier jedes Schiff, irgendwie fast jedes Schiff mit einer Tarnvorrichtung ausstatten. Ist also nichts Besonderes. Ja, schauen wir an. Nutze die US... Ich kenne die nicht. Ja, ich kenne die nicht in dem Spiel. Habe mich bisher auch nicht damit beschäftigt. Also schaut mich als Noob nicht ganz so schlimm an. Nutze die Defiant, um im Kampf gegen die Vorherrschaft schneller voranzukommen. Die Vorherrschaft ist ein Event, ne? Schon längst vorbei. Schon Monate her. Bestimmt schon ein Jahr. Ne? Die Defiant schaltet ein zusätzliches Feindesbeute-Austauschpaket frei. Das mit dem Hochstufen mitwächst. Schauen wir uns in dieser Folge mit an. Also ein Feindesbeute-Austauschpaket. Verdiene eine erhöhte Menge an Edikt-Token.
Da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das schon kenne, die Edikt-Token, indem du die Defiant als Teil deiner Jem'Hadar Einzelarmada verwendest. Also, Jem'Hadar Einzelarmadas habe ich schon gestartet, das habe ich schon getan. Aber mit der Defiant kann ich wohl noch mehr verdienen. Müssten wir mal ausprobieren. Fordere mit jeder Stufe des Schiffes das nächste Level von Jem'Hadar Einzelarmada-Buffs im bajoranischen Shop ein. Okay. Den bajoranischen Shop kennen wir schon. Habe ich auch schon eine Menge geholt. Aber klar, die Defiant hat man ja auch nur über diesen Shop erhalten. Oder unter anderem. So, und die letzte Seite haben wir noch. Verwende Entferne Verstärker, um die Spezialfähigkeit Entferne Panzerung zu aktivieren, die die Stärke deiner Verbündeten in Gruppen und Einzelarmadas steigert. Steigere deine Stärke mit unabhängiger Forschung. So. Das erste, was wir machen, ist, wir schauen uns die an. Dann nehmen wir hier mal den zweiten Slot, den wir frei haben, verwalten. Schiff wechseln. So, dann wird die, ach ja, was ist das? 2 Millionen an Stärke schon. 1,7. 1,7 schon an Stärke. Okay. Dann haben wir hier einfallsreicher Ansatz. So, Schiffstarnvorrichtung gesperrt. Okay. Dein Schiff ist derzeit getarnt. Okay. Die Tarnung endet, wenn ihre Dauer abgelaufen ist, du einen Kampf eintrittst, mit dem Abbau beginnst oder an einer Station andockst. Heißt das? Nein, das ist doch das Falsche, ne? Ach, dahinter ist die Armada-Verstärkung. Alles klar, okay. Unterstützt andere Schiffe und verbessert deren Kampfleistung gegen Armadas auf Grundlage der... Was auch immer. Alles klar, das ist das, was wir haben. Das hier vorne, das Gesperrte, das ist die Tiles. Alles klar. Okay. So, Details. Details. Es ist ein, okay, ein Angriffsschiff. Ne? Angriff ist etwas höher als die Verteidigung von den Werten her. Da überblätter ich immer. Hier, die Mehrzweck. Impulsgeschwindigkeit 102. 102 ist okay. Ja. Die Warp-Reichweite 50. Okay. Die Warp-Geschwindigkeit, die Frachtkapazität, Schützefracht ist egal, Abbaubonus ist egal. So, vorlesen tue ich jetzt nicht, was die Defiant ist. Ja, hatte ich gerade mal erzählt, zumindest aus der Serie heraus. So, Schiff zuweisen. Die Crew? Crew ist egal. So ähnlich wie bei der Cerritos. Wir gehen mal in die Verbesserung. Mich interessiert ja, wie können wir unser kleines Schiffchen verbessern? Was brauchen wir denn dafür alles? Gehen wir hier rauf auf Panzerung. Entferne Panzerung? Nee, entfernte. Entfernende Panzerung. Entfernende Panzerung? Steht das immer da? So, was brauchen wir denn? Also so üblich, also drei Sternezeug brauchen wir. Tritanium wird eine Menge benötigt, so wie das aussieht. 19,5 Millionen ist nicht wenig, obwohl wir uns ja bereits in dem Milliardenbereich bewegen. Ansonsten Gas und ja Gas und Kristall ähnlich. Das ist neu oder explizit entfernende Panzerungsteile. Wird verwendet, um die Komponenten auf der USS Defiant zu verbessern. Okay, das ist das Spezial. Die Spezialressource. Die wird wahrscheinlich überall benötigt. Jawohl, überall wird diese Ressource benötigt. Wir haben 5400 und können wahrscheinlich zwei oder drei Komponenten ausbauen und dann war es das schon. Brauchen wir hier noch irgendwo eine extra Komponente? Das hier vielleicht? Ja, okay. Bei dem Impulsantrieb scheint eine extra Komponente bei zu sein, wie bei vielen anderen Schiffen auch. Und zwar isolinearer optischer Chip S2. Einforderung im bajoranischen Fraktionsshop. Okay. Erfordert wieder eine
gewisse Ausbaustufe bei der Kommandozentrale oder bei der Ops. Aktuell hier die 36. Also wir könnten unsere Defiant wahrscheinlich zweimal ausbauen. Auf unserem jetzigen Level 39. Bevor wir das tun, schauen wir uns doch mal in dem Shop um. Wir gehen in den bajoranischen Shop. Rein. Hier. Schauen wir nochmal, ob hier was Neues ist. Ja, es ist was Neues hier. Ja? Dadurch, dass wir jetzt die Defiant haben, alles klar, ist die hier raus. Könnt ihr euch in der ersten Folge nochmal ansehen. Da haben wir uns den bajoranischen Shop auch angesehen. Da war diese Defiant noch da mit den Bauplänen. Schön, dass ich nicht die Ambition hatte, eine zweite Defiant zu bauen. Wäre ja auch sinnfrei. Es hätte jetzt wahrscheinlich auch nichts mehr genützt. Ja. Okay, dann haben wir das jetzt hier. Da können wir entfernende Panzerung erwerben. Dazu brauchen wir hier oben diese bajoranischen Credits. Aktuell hatte ich ja die Credits nur dafür verwendet, um Einzelarmada-Richtlinien zu erwerben. Was haben wir denn noch? Wir haben Subraum-Emitter neu. Dann hier entfernende Verstärkereinforderung. Wir haben auch was Goldenes hier. Also ich würde schon den isolinearen optischen Chip erwerben. Was brauchen wir denn dafür? Ach nix, den holen wir nur ab. Und dann ist er weg. Die Feindanforderung haben wir jetzt auch Gold. Wahrscheinlich, wir hatten doch vorher die Feindanforderung. Und jetzt haben wir eine verstärkte Einforderung. Wir können ja mal raufgucken. Okay, ist mehr als vorher. Ich glaube, vorher hatten wir nur diese bajoranischen Credits und jetzt auch noch die Abzeichen. Oder umgekehrt. Nehmen wir mit. Und wird wahrscheinlich, ja, jeden Tag kann man das einmal sich holen. Und dann haben wir die Feindwaffen. Das ist auch neu. Magnetfeldoptimierung. Und das hier, Quantentorpedos. Jawohl, jetzt geht's los. Hol. Fertig. Auch neu. Alles klar. Hier seht ihr noch, dass ich mir die Richtlinien geholt hatte. Na, 21 Stunden sind noch. Das limitierte Verstärkereinforderung wird 3000. Wofür auch immer. Wird verwendet, um die aktive Fähigkeit, die USS... Ah, okay. Also wie ein Sporenantrieb, ne? Dass wir die Sporen brauchen, brauchen wir das jetzt auch, um die Fähigkeit zu aktivieren. Und dann, was ist das? Maximal. Okay, wir können auch nur eine ganz gewisse Anzahl speichern, ist aber von anderen Schiffen bekannt. So, und dann werden wir hier diese entfernte Panzerung holen. Also hier werden wir höchstwahrscheinlich, so würde es für mich spontan hier sein, die entfernten Panzerungsteile holen. Haben wir jetzt 362 von dem Zeug? Dann kaufen wir mal 860 ein. Dauert auch wieder einen Tag, bis wir was machen können. Okay. Das nächste Schiff bauen? Bald? Können wir eigentlich ein Schiff bauen? Nee. In der ersten Folge habe ich ja gesagt, welches Schiff ich mir denn als nächstes bauen möchte, ne? Haben wir hier noch irgendwas? Was wir bauen können? Nein. Sind ein paar neue Schiffe dazugekommen? Hier hinten? Ja? Die Vortavor, das wäre auch noch was. Ich werde aber erstmal die Valdor bauen. Diese hier, jetzt habe ich es gesagt, die Valdor werde ich bauen. 138 von 150. Ja, ja, die Titan. Also kann ich nichts bauen. Ach, übrigens, oh. 51 von 62. Also 51 Schiffe darf ich haben? Ne, 51 Schiffe habe ich. Und 62 darf ich haben. 51 Schiffe? Oder benötigen einige Schiffe 2 oder 3 Slots? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich 51 Schiffe habe. So viel habe ich nicht. Okay. Verwalten.
Wir verbessern gleich. Ich würde aber schon hier das mit dem Impulsantrieb nehmen. Ha? Verbessern. Fertig. Was können wir dann noch machen? Die Warp-Reichweite? Also ich würde den Warp-Antrieb schon nehmen. Ja, nehmen wir auch. Wir können noch weiter ausbauen. In die Waffen. Was haben wir denn für Waffen? Wir haben ja Phaser-Kanonen. Aber die Quantentorpedos, wa? Torpedostarter, kinetisch. Was haben wir hier vorne? Ein Deflektorschild? Also die Defiant fliegt doch als Unterstützung mit, ne? Die muss ja nicht direkt in den Amanas drin sein. Würde ich das mal vermuten. Komm, wir nehmen mal den Torpedostarter. Und dann müssten wir erstmal alles verbraucht haben, was hier diese Panzerung betrifft. Bajoranische Shop. Gibt es die nur in dem Bajoranischen Shop oder kann man die auch andersweitig erwerben? So, eigentlich müssten wir die jetzt auch nochmal ausprobieren. Ne? Das wäre jetzt als letztes dran, dieses Teil auszuprobieren. Ich kann ja mal gucken und überlegen, wo ich das finde. Erstmal Sieger, erstmal was mitnehmen hier. Kampfpasspunkte? Wo kommen die Kampfpasspunkte her? Wo kommen denn die Kampfpasspunkte her? Haben sich jetzt noch mal ein paar 20 Tage. Ist neu. Wo kommen die Kampfpasspunkte her? Hat sich noch nicht alles... Ach, hier vorne. Ach ja, das ist jetzt neu, ja? Jetzt haben wir hier Events, Event-Shop. Wie sieht der Event-Shop aus? Da muss ich ja wirklich jetzt die letzten Minuten aufgebaut haben. Und Kampfpässe. Daran muss man jetzt denken. Alle Meilensteine abgeschlossen. Dominanz. Was mussten wir denn hier eigentlich machen? An Macht gewinnen. Wir haben an Macht gewonnen. Wie ein Tag, eine Stunde? Ist dieser Kampfpass heute etwas eher gestartet? Ist ein Ding. Kampfpass. Ja! Ein neuer Kampfpass. Untere Decks, Teil 2. Elite schalten wir nicht frei. Schön sammeln. Brauchen wir. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Und jetzt hier oben an den neuen Reiter gewöhnen. So, bessere Übersicht wahrscheinlich. Ja? Ja, wir können uns das ja mit den Aufgaben... Also es ist neu. Gucken wir uns aber in der nächsten Folge mit an. Ja, wir bleiben hierbei. Ja, wir lassen uns nicht weiter ablenken. Und zwar die Defiant einzusetzen. So. Alles klar. Soll ich die drauf lassen hier? Die lasse ich drauf, oder? Die lasse ich drauf. So, was machen wir jetzt mit der Defiant? Wir starten eine Armada, oder? Wir probieren das mit einer Armada aus. Jamada Armada? Machen wir mal. Ja, muss ich jetzt so allerdings ein paar Schiffe zusammenstellen? Da sehen wir uns dann gleich. So, kurz umgeschaltet. Und wir befinden uns jetzt im Gamma-Quadranten. Wir wollten eine Einzel-Armada machen. Und zwar ein Jamada-Schiff erledigen. So, ich bin dazu einfach mal... Das werden wir schaffen. Das werden wir schaffen. Hatte ich ja schon gemacht, ein 35er. Flaggschiff erledigen. So sehen die Dinger aus. Ups, sind die getarnt? Die sind getarnt! Nein, die sind getarnt! Jetzt sind sie da. Hat wahrscheinlich ein Weilchen gedauert, damit sich das Ding hier irgendwie auflädt. So, ist schon eine Weile her, wo ich das mal gemacht habe. Was gab es denn hier als Beute? Ah, das waren diese Vorherrschafts-Einzel-Armada-Credits, die ich besorgt habe. Und die fand ich auch ganz interessant, diese Edikte. Ah, doch, ich habe schon mal ein paar Edikte gesammelt. Damit konnte man denn nicht nur diese ungewöhnliche Beute kriegen, sondern auch seltene. Ne? Oder so, ne? So war das doch hier in dem Fraktionsshop. Kann ich ja nochmal nachschauen. Oder gucken wir nachher nach.
Gucken wir nachher nach. Ich habe meine drei üblichen Schiffe, die ich in den letzten Wochen und Monaten schon mal verwendet habe, nämlich nicht nur meine Augur, die hat übrigens einen neuen Skin. Habt ihr den schon gesehen? Ihr habt den schon gesehen, oder? Diesen hier. Ha? Diesen hier. Was macht der? Der erhöht, dieser Skin, der erhöht die Kraft um 200%. War das so? Irgendwie? Das ist ja nicht, ne? Das ist ja was anderes. Das ist die normale Schiffsfähigkeit. Steht die hier irgendwo? Irgendwo stand die. Irgendwo stand die. Und dann habe ich mit einem Armada Torpedos, transphasische Torpedos ausgerüstet. Auch relativ neu. Bei Q hat man die bekommen. So, wir suchen uns hier mal ein Schiff aus, was uns gute Beute bringt. 41.000. Was haben wir hier? 42.000, 43.000 haben wir dort. 45.000, der klingt schon ganz gut. 49.000, das hört sich schon mal besser an. Hier auch 49.000. Ja. So. 49, also diese drei. Und machen wir mal Folgendes. Wir werden hier mal rauf eine Einzelarmada starten. Ich habe ja erzählt, dass ich gesammelt habe, so ein bisschen, ohne die einzusetzen. Ich habe 4070 dieser Richtlinien. Ich kann also 40 Mal eine Armada starten. Das sollte reichen. Ja? So, wir starten hier mal eine Einzelarmada. 1:30. Und ziehen die Enterprise mit rein, also die Augur. Die Enterprise gehört dazu und meine D4. So, die Defiance ziehe ich jetzt noch nicht mit rein. Ich würde gerne einen Unterschied sehen wollen. Die haben wir ja hier. Die können wir ja auch nochmal mit dabei rufen. Ich würde gerne einen Unterschied sehen, was es ausmacht. Ob man das hier irgendwie daran sieht oder so. Also vorher, nachher. Ja, meine Crew, mir fällt der Name nicht ein. Schreibt gern in die Kommentare, auch wenn es schon Monate her ist. Hatte mal gesagt, wenn mal deine Crew sieht, das tut schon weh. Mach doch mal Folgendes. Und dann hat er mir einen Tipp gegeben, wie ich meine drei Schiffe hier besetzen sollte. Und wir können ja mal die Augur nehmen. Und auf der Augur sollte ich folgende Crew aufpacken. Hier diesen Kirk, den Spock, den man aus der Kelvin-Zeitlinie kennt. Und den Khan. Jetzt bin ich auf den Namen nicht gekommen. Den Khan. Ja, den darauf packen. Also. Den Kirk. Den Spock. Und den Khan. Auf die Augur. So, machen wir das erstmal. Man sieht da gar keinen Unterschied. Also hier ein ganz kleines bisschen. Na klar, die Enterprise ein bisschen mehr und auch die D4 ein kleines bisschen mehr. Aber an Hülle so gut wie nichts verloren. Machen wir weiter. Also jetzt machen wir mal Folgendes. Kann man hier irgendwo sehen, was man jetzt hier erhalten hat? Ich öffne das mal. 2200. So. Wir haben ja die nächste. Ja? So. Gucken wir doch mal, was... Hier aktiviert man das dann schon. Ne? Schiff verstärken. Kann man mehrere oder nur eins? Probieren wir aus. Wir probieren erstmal nur eins aus. Ja. Wo kann man denn die Beute sehen? Kriegt man die hier? Oder ist die gesammelt? Die ist einfach so hinzugefügt, oder? 0, 0, 0. Ja, die 2200 waren da, ne? Okay. Ich denke, man würde kaum einen Unterschied erkennen. Einzelarmada. Na, probieren wir nochmal. So. Dann setzen wir den dazu. Und den dazu. Und jetzt?
Wie lange braucht das? Wie lange hält das an? So, es sollte ja gleich funktionieren. Es macht ja keinen Sinn hier. Es ist bloß 30 Sekunden gültig. Wir verstärken unsere Augur, oder? Komm. Zack. Augur. 2 Minuten. Von der Defiant verstärkte Schiffe erhalten eine Schadensertragserhöhung und zusätzliche Boni basierend auf Defiant Forschung im Raumschiffzweig. Ah, okay. Und so, jetzt haben wir jedenfalls hier diesen Perk drauf. Kann man das so bezeichnen als Perk? Ja, hier? Kann man das vielleicht hier auch irgendwo erkennen, wenn man die anklickt und verwalten? Dann taucht das ja hier oben auf, ne? Das kennen wir ja schon. Und dann unterstützt andere Schiffe und verbessert deren Kampfleistung gegen Armadas auf Grundlage der Feinforschung erheblich. Dann schauen wir uns das doch mal an. Sind bloß noch 20 Sekunden. Was das so bewirkt. So. 15 Sekunden. In der Zwischenzeit können wir uns mal das zweite Schiff angucken. Und zwar die Enterprise. Auf der Enterprise habe ich drauf den, das seht ihr schon, den Lorca als Captain. Dann Captain Tilly und den Doskirk. Das habe ich nicht verstanden. Also wie gesagt, das habe ich jetzt nicht zusammengewürfelt. Diese Empfehlung habe ich von einem Pro-Gamer erhalten. Ja, und der Doskirk, das, ja, also manchmal weiß ich, kann ich mir das nicht erklären, aber wenn ich mir mal den Doskirk angucke, verwalten, kann ich mir den, nee, kann ich nicht. Da muss ich jetzt wieder verzweigen und den suchen. Das machen wir. Komm, Offiziere. Man kann doch hier irgendwo suchen, oder? Level und dann hier Name. Ups, nein, zu viel geklickt. Und dann muss man, ich glaube, ich jetzt nicht K wie Kirk, sondern nach D wie Doskirk suchen. Doskirk, hier haben wir den. Ja, klappt doch schnell. Ja, so ist eingesetzt. Und den habe ich jetzt auf Treus Platz gesetzt. Das ist alles, was wir haben. Wenn die Gesundheit des Schiffes zu Beginn jeder Runde bei über 30% seines Startwertes liegt, hat DOS James D. Kirk eine 80%ige Chance, dem Schiff für diese Runde Moral zu verleihen. Oder gibt es irgendeinen anderen Grund? So, jetzt muss ich mal gucken. Ja klar, der sitzt ja auf der Enterprise drauf. Na? Und die Enterprise hat ja ihr Bestes geben. Solange das Schiff über Moral verfügt, heilt die Enterprise bei jedem erlittenen Treffer die Schildgesundheit um 12%. Vielleicht ist das der Grund, den Doskirk hier mitzunehmen. Jetzt machen wir mal Folgendes. Hier passiert ja nichts. Ne? Wir werden jetzt mal Folgendes austesten. Das, was ich bisher noch nicht getan habe. Wir wechseln in ein... Oh Gott. Wir müssen in ein 40er Gebiet wechseln, um die nächsthöhere Stufe einer Armada zu machen. Komm, das tun wir. Wir werden draufgehen. Aber was soll's. So. Und dann schicken wir unsere Defeat hinterher. Und da stand ja drinne im Forschungsbaum Defiant. Dazu müssen wir ein bisschen Forschung beenden. Nehmen wir ein bisschen Beschleuniger. So. Na, nochmal. Jetzt. So, nehmen wir den Forschungsbaum. Raumschiffe müsste das sein. Jetzt müssten wir ja was Neues haben hier hinten, ne? Irgendwo? Hier. Die Feind. Ja, hier fängt die Feind an. Okay, hier haben wir noch die Mentes. Aber wir können noch nichts hier machen. Da fehlt uns wahrscheinlich hier... Na, gucken wir mal. Eine Person... Ah, okay. Uns fehlen hier die Subraum... Übermitter? Was? Ach, Übermittler. Emitter habe ich erst gelesen und dann Übermitter. Sehr schön.
Na, okay, machen wir mal. Wir gehen in den Shop. Das habe ich ja gesehen. Die habe ich ja gesehen. Was? Ich gebe da keine 99 Euro aus. Diesen Shop meine ich doch gar nicht. Ich meine den Fraktionsshop, liebe Leute. So, Fraktionsshop. Hier, Wahnsinn. 450 von den Zeug. Und, kostet auch bajoranische Credits. Also davon werden wir eine ganze Menge brauchen. Wir nehmen aber wirklich nur einen Container, weil die Effizienz geht doch ein bisschen verloren. Den können wir auch mitnehmen. Also so häufig können wir die gar nicht verstärken. Wenn aktuell, habe ich nur gesehen, dass wir aus dem Shop diese Sporen kriegen. So, nochmal. Können wir überhaupt Forschung betreiben? Raumschiffe. Ja, können wir. Wir können entweder tapfere Kameradschaft. Was ist das? Erhöht den Basisschilddurchbruch gegen Gruppenarmadas. Während man von der Define gebufft wird. Um 35%. Also das können wir machen. Und da hier oben eine Mannarmee. Erhöht den Basisschaden gegen Einzelarmadas. Während man von der... Das nehmen wir mal. Ja, das nehmen wir als erstes. Hilfeanforderung. Und dann beschleunigen wir die Geschichte. Komm, ich gebe ein bisschen Latinum aus. Warum machst du das? Du hast doch so viele Beschleuniger. Ich weiß. Ich bin ein Geldverschwender. So. Okay, mehr können wir nicht machen. System anzeigen. Na, ob das was wird? Wie stark sind denn die Dinger hier? 38 Millionen. Also wir werden natürlich einen ungewöhnlichen probieren, ne? Das sieht schon ein bisschen besser aus. Haben wir schon 10 von der Sorte. Und nicht nur 3 oder 4 waren das, ne? 10 haben wir dann von der Sorte. 115. Und nicht 49, also der zweieinhalbfache. 109. Komm, dann probieren wir doch den. Probieren wir den. Also ich weiß, wenn wir mit den 3 Schiffen raufgehen, verlieren wir. Wollen wir es austesten? Komm, wir testen das. Die sind ja noch fast neu. Einzelarmada, Start. Und dann gehen wir mit denen rauf. Ups, das hätte ich gar nicht machen müssen. Ich hätte gleich Gehe zu machen können und dann auch hier Gehe zu. Ich bin mir ganz sicher, dass wir das nicht schaffen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Verhältnis ist. Ich kann ja noch mal gucken. Eine Minute haben wir. Wie es in... Schemata Flaggschiff. Hier. Mit 13 Millionen haben wir den 22 Millionen erledigt. Dann müssten wir das doch hier mit den... 38 Millionen. Also ich mache das jetzt mit Absicht nicht. Ja? Also ich buffe jetzt mit Absicht nicht, weil ich wissen will, ob wir auch ohne Buff so ein Jem'Hadar-Flaggschiff auf Stufe 40 erledigt bekommen oder nicht. Noch 20 Sekunden. Und dann schauen wir uns das an. Also egal, ob wir das jetzt erledigt kriegen oder nicht, wir können uns ja mal anschauen, ob das hier irgendwas bewirkt. Einmal Forschung haben wir schon. Okay, wir sind erledigt. Die Jem'Hadar-Schiffe erholen sich gleich wieder, oder? Also hat nicht gereicht... So, wir haben, das Flaggschiff hat die Hälfte an Panzerung verloren. Den Schild komplett, die Panzerung die Hälfte. Na, jetzt bin ich mal neugierig. Das wäre vielleicht sogar ein toller Vorführeffekt. Ich muss jetzt also nochmal die Schiffe reparieren und hier nochmal hinfliegen. Und dann versuchen wir es gleich nochmal, diesmal mit Defiant.
So, wieder da. Die Enterprise ist schon eingetroffen. Die ist etwas schneller. Dann kommt die Augur und dann können wir, glaube ich, auch schon starten. Selbst wenn die 4 noch 30 Sekunden braucht. Alles klar. Wieder Einzelarmada. Start. Jetzt testen wir das aus. So. Enterprise kommt hinzu. Und auch die D4. Und jetzt setzen wir, da setzen wir auch auf die Augur rauf, unser stärkstes. Oh, 2000 brauchen wir. Wir können quasi unser, also wir können, glaube ich, nur 5000, waren das nur 5000 oder 6000 an diesem Material speichern. Das heißt, wir können nur zwei oder dreimal unterstützen. Und dann war's das. Also wir müssen damit schon sehr vorsichtig umgehen. So, kann sein, dass wir jetzt wieder verlieren, denn so stark bin ich ja noch gar nicht. Hier oben war gerade noch eine Einzelarmada, auch Stufe 39, aber die Schiffe sind hier schon wesentlich besser unterwegs, hier mit 7,5 Millionen zum Beispiel, wobei meine Defiant erst 4,0 hat oder die Auge auch 7,2 und hier nur 5,4, also ich bin da noch weit entfernt. Ja. Aber hatte ich ja schon gesagt, ne, dass ich auf Stufe 39 jetzt noch nicht der Held bin. So, also weiß ich nicht. Kann sein, dass wir verlieren, noch immer. Aber eigentlich müsste der Effekt etwas größer sein. Ein bisschen zumindest. Na? Probieren wir es aus, ob das reicht. Ansonsten muss ich noch ein bisschen was hier in die Forschung investieren. Oder auch hier meine Schiffe ausbauen. Will ich aber erst machen, wenn das entsprechende Event da ist. Na? So. Also, nur der Unterschied reicht immer noch nicht. Schade, reicht noch nicht. Aber mich würde interessieren, wie das Kampfprotokoll aussieht. So, schauen wir rauf. Ah, okay, schaut. Jetzt ist noch mehr an Panzerung weg, aber reicht nicht. Also ich denke, ein bisschen Forschung noch. Noch ein paar Tage. Dann werde ich es einfach nochmal probieren. Dann müsste der Rest hier an Panzerung auch weg sein. Ja, das wäre aktuell zumindest der Unterschied. Naja, gut, verloren, macht aber nichts. Zumindest konnte man dann genau erkennen, okay, wie wirkt sich das mit der Defiant denn aus? Aha. Okay, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Gebt ein paar Tipps ab, wenn ihr mir da noch weiterhelfen wollt. Wie gesagt, am Ende noch mal kurz gucken, wie lange brauchen wir noch bis ich werde 40, noch 93 Tage und 7 Stunden. Bis dahin, macht's gut, euer BRP. Tschüss, Leute.